Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es gibt mal wieder ein erfreuliches Urteil in den Fallschellenverfahren und diesmal vom Amtsgericht Bochum. Es ist so, dass bei den Fallschellenverfahren ja schon seit Jahren immer der Streit ist, wie hoch ist denn der Streitwert, nachdem sich die Anwaltsgebühren berechnen. Da gab es, haben wir auch schon öfter darüber berichtet, im September 2013 ein neues Gesetz, dass der Streitwert maximal bei 1000 Euro liegen darf. Ja, maximal, sagt das Amtsgericht Bochum. Aber das ja wohl nur in etwas schwereren Fällen. Wenn ein Musikstück getauscht worden ist, dann kann der Streitwert maximal bei der doppelten Lizenzgebühr liegen. Wir nehmen an, dass so die Lizenz für den Tausch eines Musikstücks ungefähr bei 100 Euro liegt. Das verdoppeln wir. Haben wir also einen Streitwert von 200 Euro. Macht an Abmahngebühren, habe ich ausgerechnet, 46,41 Euro, die noch eingeklagt werden können von der Musikindustrie, wenn ein Film getauscht worden ist. Ich erinnere mich an Zeiten, da sollten hier von meinen Mandanten 10.000 bis 20.000 Euro gezahlt werden. Klar, ging auch um ein bisschen mehr Lieder, aber das waren so die Dimensionen, über die wir damals gesprochen haben. Jetzt reden wir über 46,41 Euro. Das ist also tatsächlich schon wesentlich erträglicher. Und das Interessante ist, dass man sagt, naja, hier hatte jemand, das kommt noch hinzu, hatte jemand vorgetragen, dass er es selber nicht war, aber möglicherweise seine Familienmitglieder als Täter in Betracht kamen. Deswegen konnte von dem Beklagten tatsächlich nicht der Lizenzschaden, den das Amtsgericht ja hier mit 200 Euro ansetzt, verlangt werden, sondern maximal die Abmahngebühr, sofern er seine Familienmitglieder nicht ordentlich belehrt hat. Also auch das ist interessant, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, die Beweisführung in den Fallschellenverfahren. Guckt euch das an, das ist nämlich sehr, sehr spannend. Und da folgt das AAG Bochum jetzt tatsächlich auch einer Argumentation, die wir schon lange vertreten, dass man nämlich nur einen möglichen alternativen Geschehensablauf in den Raum stellen muss und dann ist man nicht mehr als Täter für eine Filesharing-Tat verantwortlich, sondern maximal als Störer, wenn man die Familie nicht belehrt hat. Das ist schon ziemlich kompliziert, deswegen da lieber nochmal das Video anschauen. Aber auch diesem Argument hat das Amtsgericht Bochum jetzt Glauben geschenkt und dem ist es auch gefolgt. Also sehr spannendes Urteil. Nur ein Amtsgericht, das ist noch nicht so viel, aber mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wir nähern uns ja häppchenweise einer ausgewogenen Rechtsprechung und wir werden auch weiter berichten, wenn das hier in die nächste Instanz geht oder wie die ganzen Sachen da weitergehen und was es für neue Urteile gibt. Einstweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.